Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Diesmal möchte ich euch in eine ganz wunderbare kleine, ein wunderbares kleines Attribut einweisen. Und das nennt sich Text Shadow. Und wir gucken uns gleich mal an, was das macht. So, ich gehe erstmal hier in unseren Text hinein, den wir hier gemacht haben. Ich lösche mal die Text Decoration ganz. Das brauche ich gerade im Moment nicht, um das fortzuführen. Und ich gehe mal hier oben rein und definiere mir für das Ganze noch eine Überschrift, und zwar H1 Überschrift. Schließe das Ganze, und da möchte ich jetzt ein Style-Element mit dazu geben, und das werde ich mir gleich oben im Kopf definieren, und ich nenne das Shadow, also Schatten. So, das können wir jetzt ja auch mal rauslöschen. Alles, was überflüssig ist, kommt jetzt erstmal weg, und H1.Shadow. Und dem gebe ich jetzt einen Textschatten, und der soll als erstes so aussehen: ein Pixel und dann einmal eine Null. Ein Pixel. Was das macht, erkläre ich gleich. So. Und so, ich speichere das ab. Und jetzt müsste hier die Überschrift hinkommen. So. Wahrscheinlich falsche, ja, nicht wahrscheinlich, sondern falsche Angaben. Erstens kommt das Rot, wird zu Red gemacht, und zweitens die 0 kommt hier hinten hin. Ich erkläre gleich, was das macht. So. So, und jetzt seht ihr, hat der mir hier einen so einen roten Schatten hingelegt. So, als erstes möchte ich jetzt euch mal zeigen, was passiert, wenn ich aus diesen ersten beiden Zahlen ein 10 und eine 0 mache. So, und jetzt seht ihr, was der im Prinzip macht. Der setzt mir sozusagen die Überschrift nochmal hin, verschoben um 10 Pixel nach rechts. Das ist das, was ich mit dieser ersten Zahl erreiche. Und wenn ich hier die erste Zahl auf 0 setze und die zweite Zahl auf 10, dann werdet ihr euch vorstellen können, verschiebt er mir das Ganze nach unten. Ja? So. Und das ist im Prinzip, was der macht. Der verdoppelt einfach nur die Schrift. So, jetzt kommt das, diese dritte Zahl dazu. Die bezeichnet mir, um wie viel Pixel das Ganze verschwommen gezeichnet wird. Blur nennt man das dann im Englischen. Also verschwommen zeichnen. Und ich sage, ich möchte jetzt hier mal 4 haben, einfach um euch zu zeigen, wie das aussieht. Und das war zu viel. Oder er hat mir das irgendwie nicht annehmen wollen. Ah, Entschuldigung. 4 Pixel muss ich dorthin setzen. So, und jetzt seht ihr, dass er mir das so ganz unscharf zeichnet. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder, ich sag mal, auf ziemlich direkt unter meine Schrift setze, dann sieht das tatsächlich aus wie ein Schatten, aber auch wie ein bisschen wie ein Leuchten. So, und das ist im Prinzip das, was dieses Text-Shadow macht. Das setzt mir also die Schrift doppelt. Man kann die verschwommen zeichnen und man kann die beliebige Farben geben, also wie zum Beispiel Light Gray. Dann sähe es tatsächlich aus wie ein
so ein richtiger Schatten. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hell. Weiß ich nicht, ob ich das richtig schreibe. Marlboro, das ist so ein etwas dunklerer Grauton. Nee, habe ich nicht richtig geschrieben. Ihr seht, der Schatten ist verschwunden. Machen wir mal einen Dark Gray noch rein. So, einfach um euch das zu zeigen. Ein Dark Gray. So. Ja, also jetzt seht ihr, hier ist da so ein Schatten drunter. Und wenn ich das Ganze nicht ganz so verschwommen zeichnen lasse, dann ist es tatsächlich auch deutlicher zu sehen. Ja. Also man sieht es, aber ich muss jetzt noch die Überschrift größer machen, dann sieht man es besser. The font size ist 60 Pixel. Jetzt nicht. Naja, also ich bräuchte irgendwie was, also wenn man was Farbliches nimmt, dann sieht man das eben tatsächlich besser. Und so. Also jetzt seht ihr, dass das so grün unterlegt ist. So, das war das Erste, was ich euch zeigen wollte. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man ein bisschen damit herumspielen kann, sich bestimmte Sachen machen kann, die wirklich schick sind. Und eins habe ich euch ja schon gezeigt, nämlich hier einfach eine rote Umrisslinie zu zeichnen. Und das zeige ich euch beim nächsten Mal, wie man das macht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.